Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video, jetzt gegen Köln. Das werden wir jetzt simulieren. Wir haben jetzt ja eine gute Mannschaft auf dem Feld. Vielleicht gewinnen wir gegen Köln. Es wäre sehr gut. Ha, die haben aber gegen Dortmund und Gladbach gewonnen. Und gegen die TSG in 1-1. Das ist nicht schlecht. Haben auch eine sehr gute Mannschaft. Das wird eng. Schauen wir mal. Ja, Rudnevs trifft in der 42. Minute für Köln. Oh. Vielleicht ein Punkt. Holen wir uns einen Punkt. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Das wird nix. Köln gewinnt das Spiel gegen uns, ja. Da ist schon die gute Laune wieder weg. Platz 14. Platz 14. Und die Kölner sind auf Platz 2. Was ist das denn? Das ist so unrealistisch. Weißt du, die Karriere von mir jetzt, so die Leistung, das ist alles realistisch, aber so allgemein die Karriere ist unrealistisch von der Tabellensituation, aber mein Gott. Kann man nichts machen, ne? Gut, haben wir im Büro noch was stehen, was wichtig ist vielleicht. Achtung, sie könnten 5 Spieler verlieren, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Diagne ist wieder fit und ja. Ichimi, mein Gott, willst du jetzt die ganze Zeit spielen oder was? Als ob du jetzt die ganze Zeit die Chance kriegst. Wir müssen punkten. Du passt einfach nichts ins Konzept. Ich habe glaube ich auch gesagt, dass ich mehr jetzt. Ach, keine Ahnung. Amara Conde. Ja, ich habe ihn halt auch geholt. Kann man ruhig mal einsetzen gegen Hoffenheim. Man soll natürlich auch jeden Spieler mal austesten, ist ja auch klar. Machen wir. Kannst für Fritz spielen, Conde. Kruse, Gnabry, ja, so gehen wir rein. Also, 4 Tage vor Weihnachten. Ich möchte nochmal ein Geschenk von meiner Mannschaft. Das wäre cool von denen. Das wäre richtig cool. Vielleicht schießt ja unser Kruse mal ein Tor. Das wäre ja auch mal was. Naja. Also in Sinsheim, das Spiel gegen die TSG. Let's go. Und hoffentlich der Sieg, bevor wir dann in 2017 rutschen. Oliver Burke. Gnabry versucht was. Er provoziert, ja, das hasse ich ja. Der Ball kommt gar nicht. Moisander. Der Finne, schön. Sané. Kruse. Und jetzt kann Berg mal laufen. Macht er gut. Berg geht. Ein bisschen zu sehr. Ein bisschen zu schnell gelaufen. Ja, Bayer Leverkusen Platz 1. Die Bayern sind auf Platz 5. Was ist denn da los, frage ich mich. Heftig. Aber das frage ich mich auch in Bremen. Gut. Schön von Sané. Er will sich doch nochmal zeigen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Lust mit Sané zu spielen, natürlich. Kim Jin-Soo, der kommt nicht.
Ich spiele auch ein bisschen zu risikoreich, oder? Kondé ist ein Foul. Hübner, ah, den hat er aber. Und jetzt Hamad, der Schwede, Hamad. Oh, zum Glück. Endo kriegt ihn nicht. Gnabry. Wieder Hamad. Demir bei. Was passe ich denn in so? Hamad hat so viel Raum jetzt. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel für eine Bundesliga-Mannschaft. Wird Zeit, dass die Transfers getätigt werden. Was macht Trompen eigentlich? Der bleibt da nur blöd stehen. Ja. Ist doch nicht so gut, Trompen. Da kann man auch einen Wolf ins Tor stellen. Oder Wiedwald behalten, hätten wir ihn auch. Kondé. Was? Ach, war das wirklich nicht mehr abgefälscht? Naja, anscheinend nicht. Es tut mir so leid, Leute, aber irgendwie. Es kann auch sein, dass die Karriere uninteressant für euch ist, aber ich kann da nichts machen. Ist halt so. Es liegt einfach an den Spielern. Es liegt nicht an mir jetzt. Das kann nicht wahr sein. Als ob ich so eine Scheiße zusammenspiele die ganze Zeit. Natürlich, bisschen bin ich natürlich auch daran beteiligt, aber. Die Spieler passen einfach nicht zusammen. Das ist das Problem. Oh Leute. Mann, ey, ich hab keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich mache und tue und ich finde einfach nicht die. Ich habe auch keinen Bock mehr zu reden irgendwie. Mann, was soll ich denn noch tun? Es ist nur ein Spiel, aber trotzdem. Spiel fuckt mich gerade ab.